Die Weihnachtsfrau hat heute richtig große Lust, etwas zu lesen. Sie bringt 10 gleich große, gleich dicke und gleich schwere Bücher mit und legt sie auf einen ausgerichteten Stapel direkt an eine Tischkante. Nun schiebt sie das oberste Buch vorsichtig nach vorne über die Tischkante, sodass es gerade noch nicht runterfällt. Tipp: Am besten legt ihr Kissen vor die Tischkante, falls doch mal ein Buch runterfällt. Dann schiebt sie das zweitoberste Buch nach vorne über die Tischkante, bis es gerade nicht runterfällt. Dabei bleibt das oberste Buch liegen, das heißt, sie schiebt beide Bücher zusammen. So macht sie es auch mit dem dritten Buch und so weiter. Wie viele Bücher braucht sie, bis das oberste Buch völlig jenseits der Tischkante über dem Boden schwebt? A. Schon das zweite Buch schwebt über dem Boden. B. Sie braucht 3 Bücher, bis das oberste über dem Boden schwebt. C. Sie braucht etwa 5 bis 6 Bücher, bis das oberste über dem Boden schwebt. D. Das geht gar nicht, da sie unendlich viele Bücher bräuchte. Yeah.